Ja, hallo, die Damen und die Herren. Mir ist gerade was sehr Lustiges passiert. Ich fange an zu reden, aber ich drücke nicht auf den Startknopf. Jetzt stehe ich hier schon eine Viertelstunde und labere euch zu. Und ist nichts und ist nichts aufgenommen worden. Wie schrecklich ist das denn? Worst Let's Player ever. Also, was ich gemacht habe, ich habe mir neue Ausrüstung gekauft. Ich habe für Liara habe ich diese leichte Rüstung gekauft. Ich habe vorher beim Ausrüstungsoffizier auf der Normandie habe ich auch Ausrüstung gekauft. Da habe ich mir eine neue Knarre gekauft, und zwar die ich gerade trage, glaube ich. Ja, die Tsunami. Und ich habe gerade war gerade ja war gerade beim Ausrüstungsoffizier auf der Zitadelle. Und hab mir da alles eingekauft, und jetzt wollte ich eigentlich was für Tali gucken. Ich laber hier die ganze Zeit und laber und laber und laber und nichts passiert so, ja. Willkommen zurück, Erdenclan. Zeigen Sie mir, Ja, was Sie haben. Zeig mir deine Großartig. Dinger, so. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch, 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 nichts für mich. Quarianer will ich, Mann. Hey, Commander Shepard! Ja. Es gibt Gerüchte im Extranet, dass man sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht hat. Das ist unglaublich! Es ist eine große Verantwortung, ein Spectre zu sein. Ich will nichts anderes, als die Menschheit mit Stolz zu erfüllen. In den Videos heißt es immer, dass Commander Shepard für uns alle, die zu Hause sind, kämpft. Außerdem heißt es, dass sie sich von niemandem was gefallen lassen. Sie zeigen allen, was die Menschen so drauf haben. Hey, kann ich ein Foto von ihnen machen? Ich habe kein Problem damit, aber warum? Sie sind ein Held, Shepard. Noch in Jahrzehnten wird sich die Menschheit an Sie erinnern. Und ich habe dann ein Foto von Ihnen. Halten Sie bloß die Waffe hoch. Perfekt. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich werde es in mein Wohnzimmer hängen. Meine Frau wird es lieben. Der hat eine Frau? Okay. Bisschen seltsam mit den Fotos, aber egal. Ich vertraue dir nicht, der hat bestimmt irgendwas gemacht an uns. Hallo, willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Auf Wiedersehen. Nein, das wollte ich gar nicht. Hallo. 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 Willkommen in Morlands berühmt. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Nicht menschlich. So, ich will nämlich Quariana. Aber hier gibt's. Wo kann ich denn bitte Rüstung für einen Quarianer kaufen? Hier gibt's keine Rüstung. Hier gibt's einen Turianer und Kroganer. Was soll ich denn damit? Mann, ey. Und selbst die Rüstung von einem Kroganer? Schwer, da. 36 nur. Und ich habe, was weiß ich, 50.000 oder sowas. An Rüstung, an menschlichen Rüstung. Irgendwie ist das seltsam. Ich geh mal hier lang. Einfach nur mal, wer ist das? Man hatte mir gesagt, dass du es seist. Kaum zu glauben. Shepard ist jetzt erwachsen und beim Militär. Wer zum Teufel sind Sie? Sind wir uns schon begegnet? Ich bin Finch. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr an mich, aber wir waren beide bei den 10th Street Rats. Vielleicht kannst du dich ja gar nicht daran erinnern, in einer Gang gewesen zu sein. In den Videos über dich wird nie was davon gesagt. Die Leute können meine Vergangenheit ruhig kennen. Ich habe nichts zu verbergen. Tatsächlich. Und wenn jemand ein Interview gibt und über Commander Shepards Zeiten in der Gang berichtet? Wir wollen keinen Ärger machen, sondern dich nur um einen kleinen Gefallen bitten, Shepard. Aus alter Verbundenheit. Einer der Rats, Kurt Weisman, wurde von den Turianern eingebuchtet. Vielleicht kannst du mit der turianischen Wache in der Bar reden und ihn rausholen. Warum wurde der Mann verhaftet? Nur irgendeine Kleinigkeit. Vielleicht hatte er ein bisschen roter Sand dabei. Du kennst die Turianer ja. Sie haben eine große Sache draus gemacht und wollen ihm jetzt den Prozess machen. Du glaubst nicht etwa, dass ich Wiseman bei einem Gefängnisausbruch helfe, oder? Natürlich nicht. Aber die Leute sagen, dass du ziemlich gut mit diesen Aliens umgehen kannst. Wir bitten dich nur, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Was macht ein Mitglied der 10th Street Rats denn auf turianischem Gebiet? Seit du nicht mehr dabei bist, haben die Rats ihre Geschäfte ausgedehnt. Ein paar Hilfsdienste hier, ein paar Transporte da, solche Sachen eben. Das also, meine Damen und Herren, kommt mir seltsam vor.
Ich meine nicht, dass wir in der Gang waren, das haben wir so ausgewählt. Aber wenn er im Gefängnis landet und roter Sand, schätze ich mal, ist so ähnlich wie die Drogen hier auf der Erde, wie Heroin, Kokain und so weiter. Wir haben ja jetzt auch eine Vorbildsfunktion, auch wenn wir gerne möchten würden, wäre das wohl nicht so gut, zumal wir gerade Besseres zu tun haben. Ich bin in keiner Gang mehr, Finch, also lass mich in Ruhe. Wie du meinst, Shepard. Aber wenn du deine Meinung änderst, er ist in Koras Nest. Wenn du dich darum kümmerst, werde ich dich zukünftig in Ruhe lassen. Und Shepard, auch wenn du nicht mehr bei uns bist, als Feinde können wir dir das Leben immer noch schwer machen. War das eine Drohung? Eine ziemlich leere Drohung, wenn ihr mich fragt. Aber wir können mal in Koras Nest vorbeigucken. Was? 1 Million Lichtjahre von dem Ort entfernt, an dem die Menschheit begann. Und wir gehen in eine Bar voller Männer, die sabbernd nackte Weiber dabei beobachten, wie sie auf der Bühne mit dem Arsch wackeln. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das lustig oder traurig ist. Ja, bleibt wohl immer gleich alles. Kann ich Ihnen helfen? Ein Mann namens Finch wollte meine Autorität als Spectre missbrauchen, um Kurt Wiseman zu befreien. Den Xenophobiker. Hätte ich mir denken können, dass er nicht alleine arbeitet. Danke für diese Information. Wir werden die Zellenwache für ihn verstärken. Ich wusste, dass du uns reinlegen würdest, Shepard. Jetzt wirst du dafür bezahlen. Wir werden allen deine Story erzählen. Dann wissen diese Aliens, wen sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht haben. Oh, wir können ihn erschießen. Ja und? Nicht hilfreich. Meine Biografie ist doch bekannt und öffentlich. Jeder weiß, dass ich früher in einer Gang war. Aber sie wissen nicht, dass die Reds sich vor allem gegen Aliens richten. Wir haben unsere Leute für außerirdische Missionen. Wenn sie hören, was die Ziele deiner Gang sind, werden dich deine Alien-Freunde nicht mehr so gern haben. Die 10th Street Reds waren eine Gang, keine rassistischen Erdproleten. Sie stehen jetzt für eine Bewegung der Menschen. Glaubst du, in den Videos wird da ein Unterschied gemacht? Ich kann Dutzende Reds finden, die schwören würden, dass du Aliens nur zum Spaß getötet hast. Und wer wird dir denn glauben? Na mir, denn ich bin Spectre und ich gehöre zum Rat und ich bin ganz cool. Und ich will am liebsten würde ich ihn erschießen, aber ich will mal böse sein. Ich sag mal böse, und? Glaubst du wirklich, es interessiert mich, was die Außerirdischen von mir denken, Finch? Denk an deine Karriere. Du willst sie doch nicht einfach so wegwerfen. Ich habe das Recht, jeden hier in der Bar nach eigenem Ermessen zu exekutieren. Glaubst du, den Rat interessiert meine dunkle Vergangenheit? Der Spectre hat seine schwierigen Jugendjahre hinter sich gelassen und ist jetzt ein stolzer Vertreter des Militärs. Die Turianer stören sich nicht daran. Und mit ihren Lügen können sie auch die Salarianer und die Asari nicht täuschen. Okay, Shepard, du hast recht. Die Reds sind nicht deine Gang. Wahrscheinlich waren sie es nie. Dieser Mann ist ein Xenophobiker, der glaubt, einen Spectre erpressen zu können. Sie hätten ihn töten sollen. Nicht mein Stil. Auf Wiedersehen, Menschen Spectre. Bin gespannt, was für einen Spectre sie in Zukunft abgeben werden. Nicht mein Stil. Ja, ich hatte da andere Gedanken. Also jetzt, ich wusste nicht ganz genau, wie es ausgeht. Dass ich diesmal diesen bösen Weg genommen habe, war am Endeffekt ganz gut sogar. Dass wir denen den Arsch aufgerissen haben, dass wir sagen, ist mir doch scheißegal, ich kann alle hier töten und niemand fragt danach. War im Grunde die bessere Entscheidung. Und jetzt habe ich den roten Faden verloren. Scheiße, was soll ich noch sagen? Scheiße. Achso, den nicht erschießen. Wollte ich deshalb nicht, weil was wird das ein Blick auf uns? Wir sagen, nee. Wenn der jetzt sagt, okay, hier, Shepard, der ist einer antirassistischen Gang, ne, außerirdischen Gang, anti-außerirdischen Gang, die, was weiß ich, wie viele Aliens erschossen hat. Und wir erschießen den dann, den Typen, auch wenn es ein Mensch ist, was macht das denn für ein Bild? Selbst wenn wir sagen, okay, ja, meine Geschichte ist ja bekannt und so. Und oh, sicher kann ich das zurücknehmen. Danke. Hat von Anfang an nicht richtig funktioniert. Sein Zeugnis. Na, jedenfalls, es macht einen total falschen Eindruck. Und, Moment, ich wollte mal was gucken. Im Tagebuch.
Das ist so viel. Das ist so viel. NES Cerberus. Das, wo ist denn das? Der ist im Yangtze-System. Gucken wir das mal. Gucken wir da mal hin. So, das wollte ich sagen. Bezirk oder Präsidium? Wo ist das Raumschiff? Zitadelle Sicherheit ist natürlich im Präsidium. C-Sicherheit ist wohl doch nicht im Präsidium, sondern da? Ja. Da ist er. Mich hier impressen wollen, was? Na. Ich denke mal gar nicht. Aber da fällt mir ein, wir können Tali, wenn wir schon keine Rüstung haben, können wir ihr nicht nur das geben, sondern 90% Schilde, sondern entweder diese Härtung noch, weil Schilde hat es ja ganz gut schon. Oder Panzerungsplatten, mehr Schadenschutz. Ja. Schilde hat sie ja, dann geben wir noch mehr Schadenschutz. Und wir bleiben bei dem, was wir schon haben. Ja. Ich habe gehört, einige Menschen wären nach dem Angriff auf Eden Prime wütend auf die Quarianer gewesen. Schließlich haben sie die Geth erschaffen. Die Geth haben Milliarden getötet und uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Die meisten Quarianer sind der Ansicht, dass wir für unseren Fehler bereits ausreichend bezahlt haben. Hoffentlich ändert sich die Meinung der Leute jetzt, wo sie mit uns gegen Saren kämpfen. Naja, aber das ist immer so. Das ist auch hier auf der Welt so. Aber davon will ich jetzt nicht anfangen, weil das ist so ein typisches Thema für andere Leute, wie es halt immer so ist. Die dann meinen, dass ein Volk aufgrund der Fehler der Vorfahren nach, weiß ich, fast 100 Jahren oder 70 Jahren immer noch bezahlen müsste oder leiden müsste. Ist halt so. Bereithalten. Ist halt einfacher als zu vergeben. Dekontamination aktiv. Das muss man dazu sagen. Vergeben ist schwerer als Wut und Hass und so. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Ja? Executive Officer Presley hat das Kommando. Was ich sagen wollte, Vergebung ist schwerer als Wut, Hass und so ein Kram. Deswegen gehen die meisten unter den Weg. So, wir wollten jetzt aber ins Yangtze-System, wo auch immer das sein mag. Das ist Yangtze-Dung, lokaler Cluster, Exodus, Artemis Tau, Hades Gamay Voyager Cluster, da war auch irgendwas, Attica Traverse, in der Abendsturmnebel sind ja Kepler, Randsenktor, Maromsee, Hawking, Ethan. Wo war denn das? Ich muss nochmal ganz kurz gucken im Tagebuch. Planeten Bintu untersuchen oder wer ist denn in der Attica Traverse? Attica. Attica Traverse. Attica. Da. Ehrlich? Attica Beta? Nee, das ist Attica Beta. Gibt es auch ein Alpha? Nee. Also muss wirklich da sein. Da auf der anderen Seite Ferro ist, fliegen wir ins Herkules Cluster. Kann ich das überspringen? Das können wir ja schon. Was bringen? Nee, geht nicht. Kann ich euch nicht ersparen. Macht aber nichts. So eine Art Ladebildschirm. Das ist der Ladebildschirm bei Mass Effect. So. Bintu müssen wir finden. Hier ist kein Bintu. Bin ich bescheuert? Ja. Das ist für eine Frage, aber müssen wir vielleicht doch noch Ferros da rüber? Da ist Ferros, Sharing, Logan, Quana. Quana, Logan, sind. Wo ist denn das? Ich sehe doch Attica.
Antarktika Beta. Herkules, gibt es hier noch was anderes? Ne, ich kann ja nicht raus. Moment, Moment. Da muss ich nochmal genauer gucken. Da stand doch Attika. Gar nicht bescheuert. Ach, Voyager-Glas. Jetzt steht hier. Moment. Wo habe ich denn gerade hingeguckt? Da. Ach so. Ah. Da habe ich natürlich nicht ganz gelesen, ne? Warum das in diesen Attika-Traverse freisetzt. Ja, okay, ja. Untersuchen Sie Sir auf Bintu im Yangtze im Voyager-Cluster. Ja, okay. Ja, ja, Voyager. Ich sag ja schon nichts. Ich war schon ganz verwirrt. Voyager-Cluster. Voyager. Yangtze hat er gesagt. Ich gucke mich nur mal kurz um. Ja. Bintu. Da ist es. Die anderen gucken wir uns erstmal nochmal an. Vielleicht finden wir da noch was. Dann können wir nochmal Thorium entdecken. Beryllium. Was ist hier? Gar nichts. Alrumta erkunden wir auch mal. Sie haben ein schwaches Signal von der abgewandten Seite des Planeten Alrumta eingefangen. Joker konnte die Norme die so in Position bringen, dass das Bergungsteam. Ich wollte jetzt erst Beruhigung sagen. Dass das Bergungsteam eine kleine im Orbit gefangene Rettungskapsel bergen konnte. In der Kapsel befanden sich eine alte turianische Leiche, ein paar persönliche Dinge und eine proteanische Datendisk. Wo auch immer diese Leute solche Sachen immer finden. Bintu wollten wir jetzt. Meister Bintu, Obi-Wan, Bintu, so, landen. Mitnehmen wir natürlich Ashley und Dali. Hacking und Kampfkraft. Eigentlich müssen wir Biotik mitnehmen, damit wäre Tali. Eigentlich das ideale Team wäre, wenn man selbst Soldat ist. Liara und Tali für sich selbst. Weil dann hätte man Technik, Biotik und man selbst als Kampfmeister. Sag ich mal. So. Ich gucke wieder auf die Map. Das ist die Forschungseinrichtung. Da ist eine Forschungseinrichtung. Und das ist eine Forschungseinrichtung. Gucken wir erstmal zu den Trümmern natürlich. Vielleicht finden wir wieder was Tolles. Ich wünschte, ich hätte einen Boost. Ein bisschen schneller zu fahren. Ja gut, der Planeten ist ein bisschen eintönig, muss ich sagen. Da hätten sie schon mal ein bisschen was machen können. Wenn es auch nicht. Guck mal, das ist so ein bisschen. Irgendwie passt die Größen auch nicht so zueinander. Finde ich jetzt persönlich. Da haben sie es gut gemeint, mit vielen Planeten zu erkunden, aber sie sehen alle halt viel gleich aus, ne? Also größtenteils gleich. Weil, ach komm, wir haben so viel Universalgel. Ich brauch den ganzen Scheiß gar nicht. Fusionssprengsatz, den nehme ich mal. Die nehme ich mal mit. Die Sprengsätze. Aber die Planeten hier, die sehen vollkommen gleich aus. Da hätten sie ruhig mal was machen können. Haben sie wahrscheinlich gut gemacht. Ja, komm, dann machen wir mal einen Planeten. Dann können die erkunden und so. Mit verschiedenen Trümmern und Sonden und so. Damit das richtig cool Erkundungsmission und so weiter ist. Ist eine gute Idee. Aber Planeten sind eintönig. Ne, man hätte dann irgendwie, was weiß ich, immer ein paar Bäume. Oder irgendwelche anderen Pflanzen dahin. Oder irgendwelche Lebensformen hinsetzen können. Die eventuell leben könnten, weil die sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise so dahin so entwickelt haben. Guck mal, hier auf der Erde sieht doch fast aus wie Moos. Ne? Da ist doch die Erde und da oben drauf ist ja irgend so ein Kram. Und laut dem, wo wir gerade losfahren, ist es ja irgendwie Staub oder Dreck oder irgendwie sowas, aber ich glaube, oh, da sind Feinde. Sieht mehr aus wie Moos für mich. Das ist eine Pyramide. Eine Pyramide? Oh, die haben uns gesehen.
Lippe. Fahren wir weiter. Eingangsdingens und da hinten ist eine große Anomalie. Wir fahren erstmal zu. Ich fahre erstmal zur Anomalie. Die Anomalie. Huch, blim blim, macht mein Handy. Ich kann da mal aus der Marco nur aussteigen, wenn die steht. Wenn die einen stehen hat. Oh, Artefakt bergen. Im Inneren der Monumentspitze befinden sich einige Kinderspielzeuge und abgewetzte Kleidungsstücke und eine bürokratische Datenliste. Geht das jetzt auf? Schade, nee. Na gut. Ich wollte gerade springen. Aus Gewohnheit wollte ich gerade springen. Würfelfang geht nicht. Mit dem kann ich springen. Ja! So. Und ich würde sagen, das Ganze ist natürlich, die Erkundung ist eine Aufgabe für euch, für mich in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Tschüss.